Also, ich weiß, ob jemand von euch Nedal Nip kennt. Ich denke, einige wahrscheinlich schon. Die meisten werden ihn wahrscheinlich eher von Diltily kennen. Ne? Damals mit Mighty, glaube ich, heißt er heute, ne? Genau, ja, da war er damals immer so teammäßig unterwegs, später auch solo auf Diltily, war auch Champ, ne? Soweit ich weiß. Ja, ich habe vor ein paar Tagen, ich habe dem halt auch gefolgt, ich habe, glaube ich, mal eine Reaction auf einen Song von ihm gemacht, der macht auch nice Musik, so einer der wenigen von diesen Live-Battle-Rappern, die auch gute Musik machen. Gibt schon welche, ne? Einige so, aber ja, ne, da ist es dann eher so mittelmäßig, aber jetzt mal unabhängig davon. Dann lese ich so auf Instagram, dass man ihm bitte entfolgen soll. Da ist einfach so ein Beitrag, da steht so, ey Leute, ich will bei 7vs Wild mitmachen, aber das, ich hab's nicht ganz verstanden. Ich glaube, irgendwie war es so, da stand irgendwie, dass man da nur anfragen darf, wenn man unter 10.000 Follower auf irgendeiner sozialen Plattform hat. So, damit wahrscheinlich irgendein Unbekannterer da auch teilnehmen kann und nicht jemand, der irgendwie gehypt wird von seiner Community und ja, sich da irgendwelche Leute bewerben, die eine große Fanbase haben, dann bin ich ihm einfach entfolgt, so. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Follower er hatte vor dem Beitrag, aber es waren, glaube ich, über 13.000 oder 14.000. Und dann habe ich ein paar Tage später reingeguckt, einfach 9.000 noch was. Also der will es unbedingt. Ja, wenn er bereit ist, da, ich meine, so eine Reichweite baut man sich ja über Jahre auf, da einfach mal so ein Drittel auf Zwang rauszukicken oder darum zu bitten, dass man ihm entfolgt, ist schon ein krasser Move, zeigt, er hat da richtig Bock drauf. Und Nedal Nip scheint auch ein Mensch zu sein, der hat schon, glaube ich, einen gewissen Biss so, der, ich habe öfter mal bei seinen Stories gesehen, dass er so, keine Ahnung, der ist sportlich sehr aktiv und ist auch, glaube ich, viel in der Welt rumgekommen, habe ich auch schon Videos gesehen, wo er irgendwie, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber ja, in so ärmere Länder gereist ist, um den Menschen da zu helfen. Auf jeden Fall coole Sachen, müsst ihr mal auschecken. Und ja, ich will mir die Bewerbung jetzt auf jeden Fall mal reinziehen. Mal gucken, was da abgeht, Alter. Letztens bekam ich ein... Ach, es macht einen Song oder was? Ah, wie geil! Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, aber naheliegend. Ah, nice, er macht so einen Bewerbungssong. Killer, Digga. Geil. Lass mal checken, Alter. Lass mal auschecken. Cool. Da hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet, aber klar. Total naheliegend. Letztens bekam ich einen Anruf und ich wurde alarmiert. 7 vs. Wild 2, du musst das kurz mal rasieren. Eine Woche Isolation und die Natur ist mit mir. Hört sich an, als bekäme ich einen Urlaub spendiert. Er macht Ansagen, Digga. Ja, er will hier komplett durch. Ja, geil. Sag mir, wann und wo geht es los? Was für dich unmöglich klingt, ist mein täglich Brot. Bin so überzeugt und so überkrass verliebt in mich. Nach 7 Sachen mit mir, ich nimm 7 meinen Spiegel mit. Nice, Digga, nice. Ja, okay, aber macht aber Ansagen, Digga, da muss er auch abliefern. Peinlich wäre, er bricht nach einem Tag ab, weil es doch zu krass ist. Das wär kein cooler Move. Ist doch völlig klar, nur bis 10.000 Follower, kein Problem, ich lösche ein paar, nur um zu zeigen, wie ernst ich es meine. Ja, das ist schon ein geiler Move, ist schon ein geiler Move. 10.000 Follower, kein Problem, ich lösche ein paar, nur um zu zeigen, wie ernst ich es meine. Ey, yo, Fritz, schieb mal die anderen Bewerber beiseite, von über 1.000 Gesichtern, keiner lässt drauf, so wie ich, hat jeder von denen, gibt schon am ersten Tag drauf, so wie Niklas, ich mach die Schockler ganz sicher. Ah, nice, verstehe ich jetzt natürlich. Weil wir haben es vor ein paar Tagen angefangen zu gucken. Ne? Ich weiß nicht, ob die Reaction hier vor den 7vs Wild Reactions hochkommt. Falls ja, dann kann euch gesagt sein, auf YouTube kommen auch noch die anderen, die erste Staffel. Gucken wir komplett durch. Wir haben schon die ersten Folgen geguckt. Kommen auch auf YouTube. Auch ohne Kukri oder Säge. Hab ich schon mehr Bretter gebaut als ein Tischler. Eine Woche im Dreck, kein Schickimicki High Class. Klingt für mich 1A, gib mir die Wildcard. Kein Supermarkt, kein Internet, kein Bett und kein Plan. Klingt für mich 1A, gib mir die Wildcard. Oh, wer hat gesagt, diese Challenge wäre leicht? Ohne Essen und Trinken, keine Menschen weit und breit. Keine Handys mit dabei, 7 Nächte ganz allein. Ich bin ready jederzeit, 7 vs. Wild. Ja, nice, ich finde den Song geil. Oh, wer hat gesagt, diese Challenge wäre leicht? Ohne Essen und Trinken, keine Menschen weit und breit. Keine Handys mit dabei, 7 Nächte ganz allein. Ich bin ready jederzeit, 7 vs. Wild. Ja, Nedal Nip trifft halt voll meinen Rap-Geschmack. Von der Art, wie er float und wie er rappt, so. Ist halt voll mein Ding, Digga. Ich habe jetzt nicht sein Album durchgehört. Ja, ihr kennt mich, ich bin jetzt nicht so der Albenhörer. Aber die Singles habe ich mir alle gegönnt und die waren auch sehr nice. Dabei, 7 Nächte ganz allein. Ich bin ready jederzeit, 7 vs. Wild. Ich kann mir auch vorstellen, dass er damit Chancen hätte, so, ne? Ist kreativ. Ich glaube nicht, dass es viele Leute geben wird, die da mit so einem geilen Brett durch reinkommen. Ich wünsche es ihm auf jeden Fall. Es wäre mega interessant. Wie geil wäre das denn bitte, wenn Nedal Nip mit dabei wäre, Digga? Es wäre super geil.
Kein Boygroup-Member, aber weiß, wie man im Regen tanzt. Dein Überlebenskampf fühlt sich für mich nach Training an. Ich bin Veganer, nehme jede Challenge gerne in Kauf. Zeige, dass für mein Leben kein Tier da draußen sterben braucht. Ja, nice, das ist auch so eine geile Sache. Wir haben sogar ein bisschen drüber gequatscht. Über Veganismus und so, da hatten wir so ein kleines Gespräch, weil er hat den Song damals gehört, den ich gemacht habe, Schau nicht weg. Weil da ging es auch um Fleischessen oder kein Fleischessen. Da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass ich mittlerweile wieder Fleisch esse und wie es dazu kam und dass es besser wäre, es zu lassen. Er wollte ja jetzt nicht voll missionieren oder so, also darum ging es nicht, aber er ist halt davon ausgegangen, dass ich noch vegan lebe so oder vegan lebe. Darüber hatten wir ein bisschen ein Gespräch so und finde ich halt mega nice. So, ihr wisst ja, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass ich da übelsten Respekt vor habe und das auch richtig finde. Und auf jeden Fall nicer Move, auch dass er das hier nochmal erwähnt. So, ich finde es geil, so, weil er setzt sich dafür ein, auch auf Instagram habe ich immer mitbekommen, dass das für ihn ein wichtiges Thema ist. Ich glaube, er hat da sogar auch einen Song zugemacht zu dieser ganzen Tierthematik und so, mega. Veganer, nehme jede Challenge gerne in Kauf. Zeige, dass für mein Leben kein Tier da draußen sterben braucht. Ich bin Rapper, ich bin Boxer, ich bin Aktivist. Kampf ist mein Name, diese Challenge ist ein Klacks für mich. War noch ja, nice. Nie im Dschungel, doch von Schlangen umgeben. Und für zu sehen, verschaffe ich mir Platz mit Machete. Kein Ding, ich lasse sie reden. Dieser Junge ist ein Pro. Ohne mich hat die Staffel höchstens Dschungelcamp-Niveau. Digga, er geht schon sehr selbstbewusst da rein, Digga. Also, ich bin sehr gespannt, weil ich... Also meinst du schon bei dem Schweden-Ding gesehen, dass es echt hart ist so? Und das wird, glaube ich, nochmal eine ganze Nummer härter. Bin sehr gespannt. Wäre nice, wenn er reinkommt. Der Deutsche mit dabei, der Schwarzkopf für die Quote. Nach dieser Woche übergibt mir Knossi die Krone. Oh. Weiß nichts von Schlagheiten, doch ready für das Abenteuer. Denn jeder meiner Part ist Feuer. Und setz ich bei der Action etwas hart in Sand. Dann mein Arsch am Strand, 7 Tage lang. Au, wer hat gesagt, diese Challenge wäre leicht? Ohne Essen und Trinken, keine Menschen weit und breit. Keine Handys mit dabei, 7 Nächte ganz allein. Ich bin ready jederzeit, 7 vs. White. Au, wer hat gesagt, diese Challenge wäre leicht? Ohne Essen und Trinken, keine Menschen weit und breit. Keine Handys mit dabei, 7 Nächte ganz allein. Ich bin ready jederzeit, 7 vs. White. Au. Aber auch schlau, ne? Dieses der einzige Schwarzkopf so. Ist nice, Digga. Also er bringt da gute Punkte, warum man da. Ja, also finde ich nice. Auch geile Lines. Also sehr nice gemacht, sehr nice gemacht. Mal gucken, es geht 8 Minuten. Ich denke jetzt nicht, dass der Song weitergeht. Wahrscheinlich wird er dann noch ein bisschen über sich erzählen, ne? Denke, er bleibt einfach 2 Wochen drin nach der Ansage. Maybe, Digga. Oder er macht's wie Ding. Wie heißt er nochmal? Der hier so einfach gar keine Gegenstände mit reinnimmt, so. Der andere hat 2 genommen, er nimmt einfach keine mit, Digga. Er nimmt seine leere Tasche mit, rein geht's da in den Dschungel. Ey, yo, was geht ab? Mein Name ist Nidal, ich bin 34 Jahre alt, ich komme aus dem wunderschönen Hannover. Ich bin Rapper, ich bin Thai-Boxer, ich bin Aktivist und ich bin Unternehmer. Und das hier ist meine Bewerbung für 7 vs. Wild. Staffel 2. Ja, meinst du wirklich ernst? Bereit für Action, lernt zu schwimmen in einem Haifischbeck. Keine Chance, meinen Geist zu brechen. Life is battle. Bleib als letztes, wenn alle kuscheln, zeig keine Schwäche. Wie viel bist du fähig einzustehen? Life is battle. Die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich von meinen Battles. Ich bin als A Cappella Battle Rapper durchs ganze Land gezogen, hab mich jedem Gegner und jeder Herausforderung gestellt und konnte mir so 2-mal den Champions-Titel bei Deutschlands größter A Cappella-Plattform Don't Let the Label You sichern. Ja, doch gut abgeliefert. Ich muss sagen, als ich zum ersten Mal von dir deine mitbekommen habe, das war auf dem Splash Battle mit Mighty. Und da dachte ich erst so, Digga, was ist er denn für einer, ne? Das war so mein erster Kontakt mit ihm so, wo auch diese sehr cringige Situation war, wo er erst so meinte, oh, irgendeine Line ist wack. Und dann meint Mighty so, doch, die ist ganz nice, die ist eigentlich ganz nice. Und in der Lippe so, ja, ist doch geil so. Da war er mir recht unsympathisch, aber das hat sich dann recht schnell geändert. Also zu dem Zeitpunkt hätte ich auch nicht gedacht, dass der mal Champ wird oder so. Aber da sieht man mal, wie sehr man sich erstens täuschen kann und zweitens, ja, was man alles schaffen kann, wenn man dranbleibt so. Ich lebe seit 2018 vegan, aus Liebe zur Natur und den Tieren. Und es ist mir eine Herzensangelegenheit, diese Message raus an die Menschen zu tragen. Was ihr mit der Information anfangt, das ist jedem selbst überlassen. Wir haben auf jeden Fall nur einen Planeten und es gilt, diesen mit Respekt und Liebe zu behandeln. Geht so weiter, ist das Meer in 50 Jahren leer gefischt. Das Klima gibt Signale, doch offenbar lernen wir nicht. Ja, das war dieser Song, nice. Zerstören die Natur, obwohl sie unentbehrlich ist. Und deines Tages wehrt sie sich. Und wie soll es auch anders sein, diese Challenge will ich auch vegan und tierleidfrei durchziehen und zeigen, dass man im Jahr 2022 kein Tierleid mehr braucht,
um zu überleben. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin ja nicht, ich kenne mich halt viel gar nicht aus, ne, mit diesem ganzen Survival-Ding. In diesen Reactions hat man ja gemerkt, dass ich echt null Plan hätte. Also ich wäre da voll aufgeschmissen. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, wie das in so einem Dschungel ist, ne? Was man da so essen kann. Ich kenne mich nicht aus, was da so wächst in der Natur, was man da so konsumieren kann. Aber wahrscheinlich geht das, ne? Weißt du eigentlich, wie viele Käfer und Insekten er tötet oder Schwerbehinder tritt, indem er einfach 7 Tage durch den Wald läuft? Ja, gut, aber das sind ja dann Sachen, die passieren aus Versehen, ne? Zum Fleischessen entscheidet man sich ja aktiv. Oder kann man sich aktiv gegen entscheiden, ne? Wir haben sie gezüchtet, misshandelt und versklavt. Und jetzt sag mir, liebst du Tiere? Milliardenfach gefoltert, abgeschlachtet und vergast. Und jetzt sag mir, liebst du Tiere? Ich bin nicht nur Rapper, ich bin nicht nur Aktivist, ich bin auch ein Sportfreak. Ich mache schon seit 12 Jahren Thai-Boxen. Ich stehe jeden Morgen früh auf, gehe erstmal ins Gym, erstmal eine Runde Thai-Boxen trainieren, dann eine Runde Fitness, dann nochmal meditieren und danach nochmal eine kalte Dusche und dann kann der Tag starten. Digga, Alter, der hat eine Motivation. Gib mir mal ein bisschen was ab, Neda, was ist denn da los? Guck mal, ich nehme mir schon seit, vor 3 Wochen habe ich mir vorgenommen, wieder regelmäßig joggen zu gehen, Bro. Ich habe es 5 Tage gemacht. Wir gehen weiter, wir lassen weiter. Starten. Bitch, wir sind Hustlers, Killers, Soldiers, Fighters. Hustlers, Killers, Soldiers, Fighters. Hustlers, Killers, Soldiers, Fighters. Hustlers, Killers, Killers, Killers. Ja, ich find's ein bisschen schade, dass diese ganzen Zwischenszenen so hochwertig sind. Wahrscheinlich sind die aus Musikvideos, ne? Und dagegen wirkt so dieser Bewerbungsteil nicht so hochwertig. Wahrscheinlich jetzt nicht so relevant für die Bewerbung. Aber das ist immer so ein bisschen extrem. Aber er hat sich auf jeden Fall krass Mühe gegeben. Also ich drücke ihm da echt die Daumen. Das Thai-Boxen hat mir sehr viel gegeben. Seitdem ich boxe, bin ich viel disziplinierter. Ich bin viel ruhiger. Ich habe viel mehr Selbstvertrauen. Ich habe gelernt, über meine Grenzen zu gehen, meine Komfortzone zu verlassen und immer das nächste Level zu erreichen, an mir selbst zu arbeiten. Und deswegen liebe ich diesen Sport. Es challenged mich jedes Mal aufs Neue. Man lernt nie aus. Jeder, der schon mal im Ring stand, kann das bestätigen. Diese Gefühle, die du dabei entwickelst, sind unbeschreiblich. Allgemein die ganze Vorbereitung, nicht nur körperlich, sondern auch physisch, sind einfach extrem und sie treiben dich an deine Grenzen. Und wenn du dann im Ring stehst, alles andere aus... Ja, ist schon ein kleines Tier so, Digga. Da will man auf jeden Fall keinen Stress haben. So mit Nedal Beef ist, glaube ich, nee. Kann man, ich glaube, es gibt schönere Dinge. Ausgeblendet wird, nur noch du und der Gegner. Das Adrenalin, was dir durch den Körper schießt. Die Angst ist mit am Start. Deine Instinkte werden geweckt. Und dann zeigt sich wirklich, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Seine Bewerbung für Thai-Boxen? Nee, ich glaube, es geht einfach darum, dass er ein bisschen was über sich erzählt, ne? Für was er sich so einsetzt, wer er ist als Mensch und so. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwie Vorgaben gibt für diese Bewerbungen, weil ich mir die Videos dazu noch nicht reingezogen habe. Ich wollte das eigentlich erst machen, nachdem wir die erste Staffel durchgeguckt haben. Aber das hat mich jetzt einfach zu sehr interessiert. Deswegen gucken wir das jetzt schon vorher. Wir werden aber alle möglichen Infovideos und so noch gucken. Ich weiß, alle möglichen haben schon drauf reagiert. Ich bin dann sehr spät dran, ist mir aber egal. Ich bin ja jetzt auch mit der ersten Staffel sehr spät dran und das ist mir auch egal. Also von dem her passt das schon. Stimmt, Bewerbungsvideos für Schlag den Rat, aber ja, so ein bisschen, ne? So klein Vibe hat's. Letztes Jahr im November saß ich alleine in meinem Zimmer und habe mich gefragt, was in dieser Welt besser machen kann. Ohne auf den richtigen Moment zu warten. Ohne große Vorbereitung. Ich habe einfach geguckt. Ich habe meine Kontakte gecheckt, ich habe rumtelefoniert und es war Donnerstag an dem Tag, als ich das beschlossen habe. Und am Dienstag saß ich im Flugzeug auf dem Weg nach Gambia. Ich wusste nicht, was mich dort erwartet, außer dass ich etwas Gutes tun werde. Ich wusste nicht viel über Gambia, ich kannte niemanden vor Ort. Ich hatte Boah, das ist aber krass, Digga, heftig. Ich meine, ich hatte auch schon, ich weiß nicht, jeder wahrscheinlich irgendwie mal so einen Gedanken, irgendwie was in dieser Welt zu bewegen. Und dann ist man natürlich immer wieder, landet man so in dieser Komfortzone und denkt sich so, ja, keine Ahnung, was kann man schon machen. Aber er macht halt einfach. Er macht es einfach. Respekt. Kontakt hier in Deutschland, der mich nach drüben vermittelt hat. Drüben habe ich eine unvergessliche Zeit gehabt. Ich habe eine Woche zum größten Teil ohne fließend Wasser und Strom gelebt. Ich habe die Menschen vor Ort kennengelernt, mit denen zusammen gelebt. Wir haben viele Orte besucht, die mich geprägt haben. Und wir haben am 5. Tag meiner Ankunft, am 4. Tag meiner Ankunft eine Spendenaktion gestartet, in der ich auf Instagram meine Community zu einem Spendenaufruf aufgefordert habe.
Und wir haben innerhalb von 12 Stunden 2000 Euro gesammelt. Nice. Wir haben Essenspakete zusammengestellt und haben sie an die Bedürftigen im Dorf verteilt. An die Schule Fußbälle, an die Kids Fußbälle. Mega, mega. Es war einfach eine unvergessliche Aktion. Ich krieg Gänsehaut. Einfach geil. Geile Aktion. Worauf ich mega stolz bin. Kannst du auch wir sagen. Wir jagen Schein, als hätte Leben keinen anderen Sinn. Die Gier nach mehr macht uns langsam blind. Früher wollte ich immer reich sein um jeden Preis. Ohne zu merken, dass ich es schon lange bin. Ah, geil, Digga, ui, da kommt die Gänsehaut, könnt ihr sie sehen, nee, aber sie ist da. Sowas wie Seven vs. Wild ist für mich eine völlig neue Challenge und gerade deswegen habe ich übertrieben Bock drauf. Ich bin immer heiß darauf, mich neuen Herausforderungen zu stellen und meine Komfortzone zu verlassen, daran zu wachsen. Deswegen sehen wir uns hoffentlich in 2-3 Monaten, in 2 Wochen, in einer Woche, mir scheißegal, von mir aus auch morgen, auf einer tropischen Insel wieder. Mein Name ist Nidal, Liebe geht raus. Viel Erfolg auch an die anderen Bewerber. Ich bin raus. Peace. Keine Handys mit dabei. 7 Nächte ganz allein. Ich bin ready jederzeit. Seven vs. Wild. Geile Bewerbung. Ich habe keinen Plan, wie die... Und ja, stimmt. Ich habe über 10.000 Follower. Aber das wird sich ab heute ändern. Denn ich werde einen Post machen und eine Story, in denen ich meine Leute dazu auffordere, mir zu entfolgen. Das wird höchstwahrscheinlich nicht reichen, deswegen werde ich selbst Hand anlegen und ganz viele Follower löschen, bis ich unter die 10.000 komme und damit den Bedingungen für die Teilnahme an dieser Challenge entspreche. Und dann sehen wir uns hoffentlich in 2 Monaten auf einer tropischen Insel wieder. Mega, mega. Ich weiß nicht, auf welchem Niveau die anderen Bewerber, also was, ich habe keine andere Bewerbung gesehen, von dem her kann ich das jetzt schwer einschätzen. Ne? Da wird es bestimmt schon einige Leute geben, die sich da auch sehr viel Mühe gegeben haben. Aber ich drücke ihm da auf jeden Fall die Daumen. Ich finde das eine nice Bewerbung so. Ich finde den Track am Anfang nice. Ich finde es auch interessante Sachen über sich so erzählt. Und scheint auch einfach ein cooler Mensch zu sein. Und ich würde ihn da auf jeden Fall mega gerne sehen. Also hoffe ich mal, dass er da reinkommt. Wäre, glaube ich, schon Hammer.